Leute, was war das für ein Jahr? Die Meldungen waren irgendwie schon hart im Januar. Und darauf ist schon davor Fall in Hanau passiert. Meine, jede Tat ist eine Tat schon zu viel. Aber häufige Begriffe waren Corona und Lockdown. Auf den Demos tauchten jede Menge Schmacks auf. Denen haben wir teils die zweite Welle zu verdanken. Halten sich für klug, doch haben selber nichts verstanden. So kam jede Menge Unheil. Da war ja nicht einmal das Virus das Verhängnis, sondern menschliche Dummheit. Das ist leider sehr beschränkt. Oder wie kann man sich querdenken nennen, obwohl man kein bisschen denkt? Bevor ich mich da kurz vertief, geht es eigentlich in die falsche Richtung, nicht schon wieder ein Corona-Lied. TV aus, ich dachte mir, ich schalt ab, auf einmal war in Stuttgart schon die nächste Krawallnacht. Und das Jahr ist ja nun bald vorbei, streich fuck 2020, so wie Scooter schreit, denn ich mein, manches war echt hart oder stressig, man könnte deshalb meinen, ein Jahr zum Vergessen. Ich entscheide mich bewusst und ich warte auf das Beste, und es kommt vermeintlich ja zum Schluss, und hey, kleine Dinge machten eine Freude, wir stoßen ohne Reue darauf an, auf ein Neues. So viel Mist, doch wir kommen damit klar. Und die Uni ging halt weiter mit einem Online-Seminar. Doch ich hab mit Kameraden echt den Austausch vermisst. Alle isoliert, aber draußen geht nichts. Leider ist es ernsthaft sehr mies, denn ich hätte viel zu gern ein paar Konzerte gespielt. Doch mit Rap war auch das Ganze kein Problem, denn ich schrieb oder sammelte Ideen. Und Get Connected, Stay United, das Projekt fand ich klasse. Es war cool, auch mit vielen guten Rappern was zu machen. Und dabei war es eine Ehre, auf dem Beat von den Snow Cool zu rappen, denn wir alle waren ein wertvolles Team. Und ich könnte noch lange was erzählen, doch glaub, die Amis können froh sein, wenn Trump endlich geht, weil so viel Verrücktes. Nahm ich einen Stift und schrieb es auf, das war mein kleiner Rückblick. Und das Jahr ist ja nun bald vorbei, streich fuck 2020, so wie Scooter schreit, denn ich mein, manches war echt hart oder stressig, man könnte deshalb meinen, ein Jahr zum Vergessen. Ich entscheide mich bewusst und ich warte auf das Beste, und es kommt vermeintlich ja zum Schluss, und hey, kleine Dinge machten eine Freude, wir stoßen ohne Reue darauf an, auf ein Neues.